Gleich geht es los, Leute. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die dunkle Saga. Wir sind momentan auf der Suche nach einem Stärkelehrer und am besten noch Zweihand dazu. Problem ist, unser alter Lehrer, der unterrichtet uns nicht mehr, beziehungsweise wir können keinen Erz mehr sammeln, um ihn zu bezahlen. Daher brauchen wir jetzt einen neuen. Und ich schätze mal, hier draußen wird ja irgendwo einer sein. Irgendein scheiß Ork. Meine Befürchtung ist fast, dass ich den vielleicht freischalten muss durch eine Quest. Musste ich ja bei dem Arena-Typ auch. Also bei meinem alten Lehrer. Ah, wo könnten wir jetzt hin? Ist die Frage. Du könntest recht. Ja, danke, Mann. Schön, dass du mir recht gibst. Da war der Till. Das ist es, was nötig ist. Endlich. Wo waren wir hier noch nicht? Die Frage. Waren wir hier schon mal immer rumgegangen eigentlich? Ja, das ist es, was nötig ist. Also er sagt ja. Was darf man hier für einen brennenden Mast? Nee, waren wir noch nicht. Den Pflanzen. Feuernessel! Was? Holy shit, die brauchen wir doch, oder? Ja. Jetzt haben wir alle. Perfekt, dann geht's schon mal weiter. Liebe Freunde. Wer bist du? Hey, du! Nora lehnt mich ab. Okay, danke für das Gespräch. Oh, Tilda! Hallo, schönes Kind. Na gut, so jung wird die nicht mehr sein. Oh, die Shit hat die Arme, Alter! Hätte mehr Arme als Alastair hier. Hallo, meine Schöne, mein Name ist Alastair. Wie ich sehe, bist du auch ein Sklave. Die Orks haben mit niemandem Mitleid, nicht mit Kindern, nicht mit Frauen. Was geht dich das an? Wie bist du gekleidet? Eine orkische Marionette. Du bist wie dieses Hündchen, das auf jedes Wort hört, das man ihm sagt, nur um seinen Knochen zu bekommen. Du kriegst auch deinen Knochen. Bist du nicht auch so? Tust du nicht, was sie wollen? Ja. Und sei nicht unhöflich zu mir, denn ich bin ein Sklave, genau wie du. Tritt mir nicht so runter, Mann. Auch wenn ich etwas mehr Rechte habe als andere Sklaven, bin ich dir deshalb nicht überlegen. Naja, will das nicht so sagen. Sieh nur, wie edel du bist und wie hast du diese Rechte bekommen. Hast du die Füße der Orks geleckt oder deine Freunde verraten? Naja, eigentlich beides. Und nicht nur die Füße. Wie viele Menschen hast du getötet, um dir deinen Status zu verdienen? Willst du ja nicht wissen. Was für ein Ekel. Ich will doch nur helfen. Habe ich dich um Hilfe gebeten? Falls du es nicht siehst, ich komme ganz gut allein zurecht. Und jetzt verpiss dich, ich habe zu arbeiten. Ey, nicht so frech hier. Tilda. Kannst du mir sagen, was los ist? Das geht dich nichts an. Geh, wohin du willst, ich habe zu arbeiten. Na jo, dann können wir jetzt die Feuernesseln abgeben. Oh, warte mal. Die sind Pilze. Und eine Rübe. Naja, warum wohl die hier eine Rübe hat, Leute? Hm. Du könntest recht haben. Hm, das stimmt dann mir schon zu, der Ork. Ja, wie ist genau, was ich meine? So, ich kann deine scheiß Feuernässe hin. Auf zu buddeln hier, Mann. Ah, perfekt. Weißt du zufällig, warum die Sklavin, die das Grasmädchen, nervös ist? Oh, du meinst Dilla. Die war nicht nervös. Mann, das die waren angepisst. Sogar die sieben Skavener. Du weißt das wirklich nicht? Nein, aber ich hoffe, du kannst es mir sagen. Weißt du, ich habe den ganzen Tag hier gearbeitet und meine Kehle ist irgendwie trocken. Alter. Hier. Hier hast du sie. Danke, Kumpel. Hier probier jetzt mal einen Schluck. Schön Cola. Mm.
Ich dachte schon, ich würde hier draußen ohne Wasser sterben. Dachte ich gerade. Eins ohne Cola. Erzählst du mir jetzt von Tilde? Hey, jeden Abend kommt ein Schamane, um ihre Arbeit zu kontrollieren. Wenn sie versagt, verprügelt er sie schwer. Aber selbst wenn sie es schafft, passiert das Gleiche. Dann verstehe ich, warum sie einen solchen Groll gegen mich hegt. Wer ist der Schamane? Erzähl mir von ihm. Irgendwie ermüdet mich dieses Gespräch. Wie lange ist es her, dass ich gut gebratenes Fleisch gegessen habe? Alter! Ja? Was hast du sonst noch lange nicht mehr gegessen? Ein Eintopf mit Korinthen? Oder aus Sternsalat? Hey Mann, lass dir Zeit, das war ein dummer Scherz. Und was ist mit dem Schaman? Sein Name ist Versprechen. Er ist der Champion der Arena hier im Lager. Aber es ist nicht leicht, sich ihm zu nähern. Er ist sehr gefährlich, also rate ich dir, ihn nicht auszufragen. Ich habe auch gehört, dass er sich in einen wilden Wag verwandeln kann, der so mächtig ist, dass nicht einmal ein Trupp Paladin ihn besiegen kann. Aber Magie funktioniert auf dieser Insel nicht. Wer sagt denn, dass er es mit Magie schafft? Vielleicht ist er nur gut in Alchemie. Das ist interessant. Ich scheine dich zu sehr von deiner Arbeit abgelenkt zu haben. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Warte, du hast nicht zufällig eine Flasche Wein dabei, oder? Ja, bitte. Warte mal, ich habe deine Pflanzen. Hier sind deine Pflanzen. Und ich habe die Karte für dich. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Die Soundkulisse ist ein bisschen laut, wa? Hier im Lager, muss man sagen. Suche in der Nähe der dritten Höhle vom Ausgang aus. Okay, sagt mir sehr viel die Karte. Danke dafür. Hätte ich nicht besser zeichnen können, sind wir ganz ehrlich. Ja, das ist es, was nötig. Die dritte Höhle ist die da hinten, oder? Dann sollen wir jetzt hier buddeln oder was? Wo jetzt? Ich klicke einfach mal durch, vielleicht passiert irgendwas. Oh! Bisschen Scheiße gefunden. Ja, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, gucken wir mal. Was ist denn da? Uraltes Amulett, Stärkebonus. Könnten wir hier anlegen, oder? Was haben wir jetzt nochmal? Aktiviert ihr habt. Mein Gott, die an sich ist es ganz geil mit der Aufteilung hier, aber bis ich was finde. Da haben wir gerade angelegt. Ach, das hier. Was ist besser? Stärke oder Leben? Wieso nicht? Du hättest alle Piraten schon längst töten sollen. Das hat sich umsonst mit ihnen angelegt. Wir speichern mal ab. Das ist es, was nötig ist. Weißt du, wer den Orks das Essen stiehlt? Ha, es sind die Orks selbst, die stehlen. Ich habe neulich einen Ork gesehen, der mit einem großen Sack durch das Lager schlich. Ich habe mich gefragt, was er da wohl mit sich herumschleppt und sich ständig umschaut. Weißt du, wie er heißt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Es gibt hunderte von ihnen. Ich kann mir nicht alle merken. Und sehen alle gleich aus. Wann hast du einen Ork gesehen? Vor ein paar Tagen. Ich musste pinkeln, also dachte ich schnapp ein bisschen frische Luft, denn wir werden hier nicht allzu sehr bewacht. Orks sind nicht dumm, wenn sie schlafen. Und wohin ist er gegangen? In welche Richtung? Ich bin ihm nicht weiter gefolgt. Ich habe mein Geschäft erledigt und bin zurückgegangen. Aber ich glaube, der ging in Richtung der Schmiede. Schmiede? Wo haben wir hier eine Schmiede? Ich weiß es. Ich glaube, kommst du hierher? Immer schon? Kommst du hierher? Ich wurde auf dieser Insel von den Orks gefangen, als ich auf der Jagd war. Du bist also von hier? Ja. Nein, eigentlich ist nicht. Es, was nötig ich lebe auf einer kleinen Fischerinsel nicht weit von hier. Ich bin immer auf diese Insel gekommen, um zu jagen, denn hier gibt es alle möglichen Arten von Tieren. Aber dann wurde ich unglücklicherweise von noch furchterregenderen Bestien gefangen genommen. Scavenger. Sagen Sie. Ich habe ein Amulett. Ja, behalte ich, oder? Scheiß drauf. Ich habe dein Amulett gefunden. Aber ich werde es behalten. Warte, das war nicht unsere Abmachung. Das ist mir egal. Ich bin mein eigener. Hey! Inos wird dich bestrafen. Ja. Oder auch nicht.
Wir gehen erstmal pennen. Ich höre einen Trainer. Ja. Die Arena ist nicht für schwache Moral, sondern für Orks, die im Namen des großen Tarantia beschützt uns. Darf ich in der Arena im Namen des großen Tarat kämpfen? Immerhin konnte ich den Schattenläufer besiegen. Moral ist sehr töricht oder sehr mutig, gegen Orks zu kämpfen. Sprich mit Atar. Er leitet die Kämpfe in der Arena. Ich habe deinen Sklaven gefunden. Warum hat Mora ihn nicht mitgebracht? Er ist tot. Die Locker haben bereits von seinem Fleisch gefressen. Daher. Niemand wagt es, vor den großen Tars zu fliehen. Jetzt muss Mora sofort zu Paka gehen. In der Mine ist etwas passiert. Was ist mit dem Tempel? Du hast versprochen, mir die Erlaubnis zu geben, hineinzugehen und den Schamanen zu helfen. Sagen Sie. Mora will Tars sagen, was er tun soll. Nein, aber... Noch ein Wort und Tars wird Mora töten. Ich vergebe dem Mora ausnahmsweise. Jetzt geh zu Paka, schnell! Sie, weil sie in die Ruine gefunden hab. Amulett war? Nee, kannst du knicken. Gehaltig. Du hättest alle Piraten schon längst töten sollen. Das hat sich umsonst mit ihnen angelegt. So, Tilda. Redest du jetzt mit mir? Ich hörte, du hast Probleme mit dem Schamanen Ashkor. Und was jetzt? Willst du eine Medaille dafür? Raus mit dir und steck deine Nase nie wieder in meine Angelegenheiten. Aber ich wollte doch helfen. Verzieh dich. Sei mal nicht so unfreundlich. Bist du jetzt zur Vernunft gekommen? Geh weg, ich will nicht mit dir reden. Na, warte mal ab, Tilda. Bald sind die Orks dein kleinstes Problem. Vor allem, ich hab ihre Rübe. Ja. So, was machen wir als nächstes? Die Arena, oder? Was schaffe ich die überhaupt, die Affen? Du könntest recht haben. Ja, das ist es, was nötig ist. Hey du! Nee, wer war der Arenameister jetzt? Eine tolle Axt für dich. Arta. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Typ? Sollte der nicht bei der Arena rumstehen? Da. Macht doch schon wieder keinen Sinn. Der Arenameister steht nicht bei seiner Arena. Was denken die denn hier so? Ist ein schöner Abend. Ashkor könnte ein guter Schamane sein. Wo ist denn der Typ jetzt, Mann? Ja, leider die Ork-Namen oder die stehen und so weiter, merke ich mir irgendwie leider nicht. Weil die irgendwie alle gefühlt gleich heißen.
höre. Der da vielleicht. Na gut, hier ist ja auch die Arena. Wir haben nichts gesagt, Leute. Ich dachte, die wäre da oben, aber es ist nur der Trainingsbereich. Du könntest recht haben. Tar sagt, du leitest die Arena. Na und? Was hat Mora damit zu tun? Ich möchte an den Kämpfen teilnehmen. Ist der dumme Söldner völlig verrückt geworden, um gegen Orks zu kämpfen? Ich will mich nach dem langen Aufenthalt in der Mine ein wenig strecken. Also gut, Mora. Was willst du? Wer kämpft in der Arena? Nur die besten Ork-Krieger haben Zutritt zur Arena. Wer sind diese Krieger? Sie sind der Vater der Axt. Urtan, der Meister der Armbrust. Kaakam und der mächtige Warg, der einen Troll mit bloßen Händen besiegen kann. Erkläre mir die Regeln des Arena-Kampfes. Es gibt jede Nacht Kämpfe. Die Kämpfer können mit jeder Waffe kämpfen, von einem Stock bis zu einer scharfen Zweihandaxt. Man kann auch Bögen und Armbrüste benutzen und wenn ein Mora dumm ist, kann er auch Magie benutzen. Um teilzunehmen, muss man 200 Gold bezahlen. Wenn du gewinnst, bekommst du doppelt so viel Gold. Aber wie ich es sehe, wirst du nicht lange durchhalten, Söldner. Du wirst bald Wachfutter sein. Heißt das, es wird ein Kampf auf Leben und Tod? Das betrifft nur dich, Mora. Wenn du einen der Orks tötest, entscheidet sich dein Schicksal in Sekunden. Also können die Orks mich töten, aber ich kann sie nicht töten? Mora versteht das richtig. Das ist ja Beschiss. Wer ist der Arena-Champion? Der Titel des Champions gehört dem großen Schamanen Ashkor. Versuche nicht, ihn zu einem Duell herauszufordern. Er wird dich schnell besiegen. Brauchst du Hilfe? Ja, der Söldner verschwinde und stelle keine dumme Frage. Ich habe gehört, dass Ashkor sich in einen großen Wag verwandeln kann. Die Ohren des Mor sind zu groß. Wenn du zu viele Fragen stellst, wird Atar des dummen Geredes überdrüssig. Ja, warte mal, speichern wir erst, nicht, dass er mich gleich umboxt. Kämpfen Schamanen in der Arena? Schamanen tun, was sie für richtig halten. Und das sollte den Mora nicht stören. Aber... Du stellst viele Fragen. Bata hat genug von albernen Gerede. Wie wurde Ashkor zum Arena-Champion? Mora begann, intelligente Fragen zu stellen. Ashkor war einst ein einfacher Rockkrieger, aber sein Ehrgeiz, mehr als ein Krieger zu sein, führt ihn zu größeren Taten. Und er wurde ein Schamane? Ashkor, ein echter Söldner, hat die Geheimnisse der Alchemie erlernt und einen mächtigen Trank hergestellt, der ihn in einen riesigen Warg verwandelt. Seitdem ist er unbesiegbar. Ich habe noch eine Frage an dich. Du stellst eine Menge Fragen. Bata hat genug von diesem dummen Gerede. Na gut, aber die besiegt doch niemals die Typen, Alter. Er macht doch ja kein Damage. Das ist schon wieder so eine Scheiße, Mann. Am besten, ich wähle das andere Amulett aus erstmal, oder? Damit ich einfach mehr Schaden mache. Weil Blocken und Dodgen und so kann ich eigentlich gut, aber ich mache halt keinen Schaden auf Dauer. Das ist halt ein großes Problem. So, wir probieren nochmal den Schattenläufer. Ich will ihn halt alleine töten. Ohne diese scheiß Orks hier. Ach, der Flusswurm lebt hier. Ja, komm mal raus. Und schnell hinter. Kommt der scheiß Wurm jetzt oder was?
Ja, da kannst du knicken. Da kannst du knicken, Mann. Ich brauche mehr Stärke. Ich brauche einen Stärkelehrer, ihr Opfer. Ich geh mal pennen. Habe ich genug Gold eigentlich für Arena? Ja. Ich könnte mir auch mal die Karte kaufen, oder? Denke ich. Weil ich kenne das Gebiet ja nicht wirklich. Wäre vielleicht sinnvoll, mir die Map zu holen. Wo war denn der? Bei ihm hier, oder? Tarak? Womit? Nee, doch nicht. Scheiße. Wir hätten die Map verkauft, die ihr habt. Scheiße. Das wird uns niemals im Weg stehen. Ja, warte. Naja, gehen wir erstmal zu Paka. Hab hier TPs. Wir machen mal ein paar Quests. Dadurch werden wir auch ein bisschen stärker. Kriegen mehr Leben und so. Dann läuft es vielleicht halt schon so. Beeil dich, Mora. Baka wartet auf dich. Ich bin schon unterwegs. Wo zum Teufel bist du, Mora? Geh sofort auf die untere Ebene und hilf den Kriegern, die Crawler zu töten. Sonst stehen wir bald ohne Sklaven da. Wie steht's? Wir wollen die Baustelle in der Mine ausbauen und das Gitter in verlassenen Schacht öffnen. Das ist schon tot. Wir dachten, dass wir die Crawler töten könnten. Aber sie stellen sich als zu viele heraus und greifen nun die Sklaven an und töten sie. Geh, Mora. Jetzt ist keine Zeit zum Reden. Bruder, hör auf mich zu teleportieren. Uschak Helfig nicht, den dummen Wichser. Ich bringe dich um. Obwohl, gib mir Erfahrung. Wisp. Wie wär's mal mit Kritten, mein Freund? So, erstmal looten. So viel Zeit muss sein. Alles nicht zu holen. Herr Lister, lügt mich doch nicht an. Da, das Tier. Oh! So. Mit ein bisschen Glück können wir bald eine Quola-Rüstung bauen. Wenn wir einen Lehrer finden. Ich schaffe mir doch easy alleine hier. Ja, und die wichtigen Sklaven, die werden ja nicht sterben. Die haben so viel Leben, Alter. Bring mir bei, wie man kämpft. In Ordnung, los.
Los geht's. 50 Bo- Was? Will der mich verarschen? Jetzt wird er plötzlich 50. Ich muss da nicht mehr machen. Ja, ich möchte aber. So eine Scheiße. Klatsch den Ork. Na gut. Получай, грязная тварь. Ja, ich hab's begriffen. Ich wollte nur die Spitzhacke haben. Hey du! Der hätte mir auch mal beschreiben können, wo sein Paladin-Lager ist, ey. Komplett lächerlich. Schnauze. Den hat's einfach zerrissen. Vor allem, wie haben die eigentlich den Gitter aufgekriegt? Und die Mora werden nicht so dumm sein. Spann dich, ich gehöre doch zu dir. Geh mal weg von der Leiche, Mann. Hey, du. So, sind alle tot oder nicht? Oder müssen wir den Gang jetzt noch freiräumen? Wahrscheinlich schon. Aber ich hatte schon alte Kills da in den letzten Folgen. Wo sind denn jetzt alle wieder hergekommen? Der Gang ist doch reingestürzt da hinten. Macht ja keinen Sinn. Logiklücke. Freunde. Das geht so nicht. Ach, Papa ist wieder zu Hause. Ja, schön, erschreck mich nochmal. Wenigstens als junge Quoller hier. Die geben sogar mehr. Die anderen hatten nur 80 gegeben. Die 120, nicht schlecht. Schöner Erfahrungsboost. Oh nee. Das könnte jetzt hart werden, wenn ich krittet. Ah ja, ja. Da kommen sie jetzt gerade irgendwie. Na gut, wir laden nochmal den ganzen Lachs. Thank you.
Frau, wir kommen jetzt nicht in eine Minecrawler-Königin. Das ist big am Arsch. Junge, es kritte. Alastia, mach hin. Mach mich nicht traurig. Du stirbst, Mann. Mach hinne. Ja, endlich. Ich sag, musst du ein bisschen drohen. Ach, Mann. Ich glaube, okay, trinkt er mehr, ist ein Problem. Nicht hinsetzen, ich wollte den Schädel plündern. Eine Pause gönne ich dir nicht. So weit sind wir noch nicht, Kollege. Lederbeutel, schön. Brockenerz. Muss nur aufpassen, dass er nicht runterkommt. Da ist nichts zu holen. Ja, dann komm doch mal runter jetzt, bitte. Weil wenn ich jetzt hier hochklettere, bin ich am Arsch. Oder? Hab's doch gesagt. Wer hat das schon wieder erfunden jetzt hier, Alter? Wir laden mal kurz, dann kann ich mir einen Hit sparen. Jetzt kommt's auch noch runter. Perfekt. Ja, den Hit krieg ich trotzdem. Scheiße, Mann. Das war Glück. Das war mehr als Glück, muss man sagen. Ja, letzten ohne auch scheiße. So, was haben wir hier schön als Loot? Sporrolle. Verwandt. Die Wundheilung. Groß, also ja. Blaukraut. Kraut. Da oben liegt viel Loot rum. Dunkelpilze, klar, die wachsen auf Holz. Also auf Brettern. So, das war schon anscheinend. Hat sich ja nicht so gelohnt, also die Spruchrolle. Naja, gut. Hier noch irgendwo eine Kiste. Nee. Julia, sind wir doch fertig oder nicht? Alles tot.
Vielleicht gehen wir zum Fake-Urshark. Hier hinten war ich noch nicht. Ja gut, wäre ihn halt drin gewesen, wäre ja Schwachsinn eigentlich gewesen. Gut, dann können wir wieder hoch. Ganz ehrlich, hätte noch seine die Orks hier alleine geschafft, ohne mich. Aber ich kaum was gemacht. So, Chef. Alt erledigt. Ich habe es geschafft. Die Setaveur sind tot. Mora ist ein guter Helfer. Paka will Mora diesen magischen Ring geben. Er schützt den Mora vor den Schlägen. Du solltest nachsehen, ob noch Crawler in der verlassenen Mine sind oder nicht. Wenn sie weg sind, werden wir den Erzabbau weiter ausdehnen. Ich war schon dort. Alle Crawler sind tot, sogar ihre Brut. Schön. Was haben wir für den Ring bekommen? Sag mal her. Naja, wow. Nee, das ist meine besser. Kann man zwei tragen? Ja, stimmt ja. Ja, den brauchen wir ja nicht, den Ring. Nehmen wir lieber den hier. Krass. So, immer speichern. Und wieder raus aus dem Kapuff. Schön ins Grüne. Jetzt müsste ich nur mal wissen, wer die scheiß Karte verkauft hatte. Na, der Kopf wahrscheinlich eher weniger war. Parker ist ein schöner Hafen. Du bist ein Dieb. Du könntest recht haben. Das hat sich umsonst mit ihnen angelegt. Da. Ach hier, ist auch noch eine Schmiede.
Ganz vergessen, ey, wirklich. Ich dachte nur unten bei dem Sklaven. Hey, du. Zeig mir deine Ware. Wir zahlen der Mauer 500 Goldstücke. Danach handelt Pakt. Vergesset. Aber ich habe im Moment nicht. Mauer weg. Oder warte mal, wir können ja mal testen, wie viel er hat. Also was er hat. Aber ich gerade speichert. Hier. Hey, du. Hier ist. Jetzt kann der Mauer. Zeit. Zeichnung, Axt. Ja. Ja, gut, das habe ich da alle. Du kannst deinen Scheiß behalten. Hey, du. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Mora muss 1000 Goldstücke. Das kannst du mir mal am Arsch lecken. Ich habe nicht genug Gold. Ein mittelloser Mora will Schmied werden. Mora, komm, wenn du reicher bist. Hey, du. Vor ein paar Tagen kam nachts ein Ork an deine Tür. Wie heißt er? Super kommt auf der Ork Tag und Nacht. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Mora stellt Fragen und mischt sich in Parks Arbeit ein. Dieser hier war einer der Soldaten. Er hatte einen großen Sack. Erinnere dich. Ich erinnere mich nicht an einen Ork mit einem großen Sack. Parks nicht falsch verstehen. Arbeiten und nicht eine dumme Frage beantworten. Vielleicht kannst du dich ja doch erinnern. Hat Mora beschlossen zu spotten? Noch ein Wort und Park wird den dummen Mora töten. Ah, gerissener Dieb. Na gut, bei Jacken kriegt ihr nicht, oder? Hey, du! Du lügst, Wackbastard! Sag mir alles! Du Wackbastard! Lügend hat Mora den Verstand verloren. Ach du Scheiße. Ah, der wird nix, Freunde. Ohne Scheiß, warum bin ich nicht auf eine Hand gegangen? Wer ist denn hier? Wo ist denn hier? Klosett? Ne, sind Betten, oder? Schön auf Stein schlafen. Geil. Kann man sich besser vorstellen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich nehme wieder einen Einhänder mal. Nagelkeule, komm, wir probieren's. Fressen wir noch ein bisschen was. So, wo ist er hin? Mach schon wieder Pause, die faule Ratte. Du lügst, was passt. Scheiße, geht aber. Ich sag ja, ein Händler ist tausendmal einfacher. Keine Ahnung, ich hätte nicht auf zwei Hand gehen sollen hier. Raus, scheiße, Mann. Ah, gut. Ja, aber sobald ich in der Ecke drin bin, ist vorbei, weil ich halt nicht so ewig blocken kann. Na, ah, ich könnte den komischen Eisblock nehmen. Probier ich mal.
Du lügst, Wagbat. Du fühlst dich ein bisschen krank. Hau doch mal zu jetzt. Junge, Bretter, Mann, der Kombo. Nee, der bringt nichts, Alter. Zweihand ist so fucking langsam. Ey, holy shit, ey, der ist ja wie so ein Kack-Rentner. Ich probier mal mit einer Hand. Du lügst. Ja, gut. Ich werde nicht rausrennen, weil ich Angst habe, dass da mich wieder 1000 Orks angreifen. Aber wir probieren es einfach mal jetzt. Der ist einfach zu langsam, Alter. Holy shit. Na gut, Einhand geht halt, aber ich mache halt keinen Damage. Das ist so lächerlich, dass ich keinen Stärkelehrer hier habe. Kannst du keinen erzählen. Oh, war schön. Schön einfach. Gut, was machen wir jetzt? Wir könnten ja die Arena probieren, aber ganz ehrlich, wie soll ich die Arena besiegen, wenn ich den Typ hier nicht mehr besiege und der hatte nur 300? Belia beschützt uns. Ich habe Packer geholfen. Die Mine ist sicher. Kann ich jetzt in den Tempel gehen? Belia beschützt später. Es gibt eine wichtigere Mission für dich. Na, so ein Zufall. Was soll ich tun? Das wirst du mit Piraten an der Küste gehen. Sie geben dir neue Sklaven für die Arbeit in der Mine. Geh zum Mada. Der wird mit dir gehen. Und wir. Du lässt die Sklaven frei. Dein Freund wird tot sein, wenn die Sklaven nicht in der Mine sind. Ich habe eine Lösung. Ja. Wo waren Maga jetzt schon wieder? Ach so, der war der unten am Tor, oder? Gucken wir mal. Ich glaube, über der hier unten. Naja, Tor, der nicht möglich war. Am Ausgang. Oh, meine Stimme schon wieder komplett am Arsch. Jo, der ist es. Tas will, dass wir neue Sklaven aus dem Piratenlager holen. Neue Sklaven, das ist gut. Ich bin es leid, Wache zu halten. Meine Knochen verlangen nach einem guten Lauf. Oder Maga wird seine Form verlieren. Wir müssen sofort aufbrechen. Ich bin bereit, auf geht's. Mora, folge mir. Dann wir sehen wenigstens direkt den Weg. Na gut, vielleicht habe ich die ganzen Viecher umsonst gekillt, Alena. Gibt es hier noch einen Weg weiter? Ach, durch die Höhle, okay. Ja, nochmal, ich hoffe, ich krieg die Erfahrung, Kollege. Ja.
Ja, perfekt. Danke dir. Doppelaxt. Warte mal kurz, Kollege. Ach du Scheiße, was machen die alle für Damage, ey? Da ist noch eine Truhe. Plündern wir später auf dem Rückweg. Skavenga. Nicht so schnell, Kollege. Der rennt einfach weiter. Hätte gedacht, die Orks sind aggressiver. Ein Keiler gibt 30. Wolf 25. Lass mich verarschen, Alter. Hallo? Bei Willen war eine Kette. Die wollen mich doch komplett verarschen, alle hier, die Viecher. Gemodert. Können ja wirklich nichts. Deswegen. Haben sie einfach bei der Ork, beim Ork-Gebiet einfach die stärksten Gegner mit denen gestellt, oder was? Du kommst mir fast vor. Die Gegner hätte ich da erwartet, wenn ich aus dem Lager rausgehe. Cool mit denen. Magar, du bist stolz auf mich gleich. Pass mal auf. Was ist denn da? Jägerlager, oder? Ja, bist du noch nicht mal ready, oder nicht? Oh nein. Der ist stärker. Oh nee. Weil ich mal kritte, seid ihr in Ordnung. Schön. So, was ist mit dir jetzt? Bist du verpackt oder was? Okay, hier ist das Jägerlager, haben wir gefunden, perfekt. Ach du Scheiße, was kommt denn hier alles jetzt? Ja, der macht das schon, der ist ja unbesiegbar, also. Lob mal noch ein Stück, Kollege. Nein, 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 nein. Der miese Wichser.
Alter, wie viele Viecher sind denn hier? Ja, kämpf mal schön. Gute Erfahrung. Wahrscheinlich, wenn ich dann hier komme, bin ich Level ab. Pass mal auf, gleich ist er tot. So, als Funfact zur Überraschung. Das Gewinner hat ja keinen Bock. Na, schaffst du jetzt langsam mal, Kollege? Na, hau doch mal zu! Ja, der fällt mal mit. Aber genau den falschen Gegner ausgesucht, glaube ich. Die Gegner, die gegen ihn nicht kritte. Der Arme, ey. Einfach von hinten. Zerfickt. Ja gut, den ganzen Weg und so, den plündere ich später mal. Ah ne, der war sogar auf mich kurz. Perfekt. Krasse Blutfliege. Einfach ein Ork nach hinten getackelt. Da sind wir ja endlich mal. Еще одним монстром стало меньше. Wer bist du? Ich komme aus dem Ork-Lager. Ich habe mit eurem Anführer zu tun. Seit wann schicken uns die Ork-Sklaven? Na gut, geh schon. Aber wenn du hier herumschnüffelst, schicken wir dich schnell zu Bilja. Wie war der Dienst? Ich sehe, du hast nichts Besseres zu tun. Sorry, wenn ich nett sein will. Wir sind da, Mauer. Du gehst zu ihrem Anführer und nimmst die Sklaven mit. Marga wird hier auf dich warten. Warum kommt Marga nicht mit mir ins Piratenlager? Marga wird hier auf Mo warten und die Orks informieren, falls es Ärger gibt. Ich verstehe schon, du hast Angst. Wie kannst du es wagen, Mora? Maga hat vor nichts Angst. Das sind Befehle von Tars, auf den Mauer in der Nähe des Lagers zu warten und die Situation im Auge zu behalten. Geh jetzt, Tars braucht neue Sklaven und er wartet nicht gern. Schön, dann sehen wir wenigstens mal was anderes vom Spiel. Und nicht nur diese scheiß Orks. Griff. Hey, warte mal. Wie kommst du denn hierher? Raven wieder am Start. Im Hintergrund wackelt alles. Ich komme aus dem Ork-Lager. Ich habe mit eurem Kapitän zu tun. Ist das so? Diese Biester sind faul geworden. Jetzt schicken sie uns Sklaven. Warte, ich kenne dich. Es war dein Schiff, das vor nicht allzu langer Zeit schintet wurde. Ja, du Wichser. Das war ein toller Spaß. Moran hat von euren Gesichtern gesprochen, als die Jungs gestanden haben. Wer sie wirklich sind. Ha! Das werde ich diesem Moran heimzahlen. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Wenn du hier Ärger machst, kriegst du gleich eine Klinge in den Bauch. Die Jungs sind schnell bei der Sache. Obwohl ich dich nicht gerade beneide, dass du hier bist. Hast du einen Tipp für mich? Einen Tipp? Ha! Der einzige Rat, den ich dir geben kann, ist in unserem Lager immer die Hand am Griff deiner Klinge zu haben. Sonst sind deine Tage viel schneller vorbei, als dir lieb ist. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nun, was gibt es da zu erzählen? Wir haben Gard als Anführer, aber er ist im Moment nicht im Lager, sondern auf einem Raubzug und Rentgas vertritt ihn. Billy ist ein Seemann, aber er ist ein hervorragender Schwertkämpfer und kann dir für ein geringes Entgelt ein oder zwei Dinge beibringen. Ich würde dir raten, dich nicht in die Nähe des lustigen Hook zu begeben. Er ist sehr gefährlich und wird dir im Handumdrehen die Kehle durchschneiden. Und wenn nicht er, dann seine beiden Freunde, die er Leibwächter nennt. Du kennst ja Moran, der ist ein hervorragender Schlösserknacker und Taschendieb, einer der besten, die ich je gesehen habe. Was ist eigentlich für eine Soundkulisse? Hans ist unser Schmied, aber er ist in letzter Zeit etwas angeschlagen.
Der hackt doch da hinten das Holz, oder nicht? Wie hört sich das an? Und er sitzt immer auf dem Steg und murmelt vor sich hin, dass er stirbt. Dann gibt es noch Joel, Skip und ein paar andere Jungs. Skip, der Wichser. Was machst du hier? Ein bisschen was von allem. Hauptsächlich sorge ich für Ordnung im Lager, für genügend Vorräte und kümmere mich um die täglichen Probleme. Wenn du anfängst, hier herumzuwühlen oder in den Truhen anderer herumzuschnüffeln, musst du eine Strafe zahlen oder du wirst entweder getötet oder an die Orks verkauft. Ja, das wurde ich ja schon. Ich habe eine Lösung. Übrigens, wenn du etwas kaufen willst, bin ich immer bereit, mit dir zu handeln. Ich habe eine Menge nützlicher Dinge, viel Essen und Trinken und eine schöne Rüstung. Ich denke, du wirst sie brauchen. Gibt es hier Arbeit? Ja, klar. Geh durch das Lager, sprich mit den Jungs. Ich bin sicher, sie haben etwas für dich zu tun. Vielleicht hast du einen Auftrag. Ich könnte ein paar hundert Goldstücke zusätzlich gebrauchen. Nun, wenn du bereit bist, ein Bote zu sein, wirst du einen bekommen. Die Jungs, die den Tunnel unter der Festungsruine bewachen, warten schon seit langem auf Proviant. Und du kannst von den Jungs im Lager nicht verlangen, dass sie ihren Arsch dafür aus dem Bett bewegen. Wenn du das Essen lieferst, gebe ich dir 150 Goldstücke. Einverstanden? Ich weiß zwar nicht, wo die Festung ist, aber okay. Ich liefere das Essen. Hier ist der Schlüssel zur Vorratskammer. Da kannst du dir zwei Säcke mit Essen holen. Die Vorratskammer befindet sich ganz am Ende des Hafens. Du solltest die Säcke zu Ali bringen. Ich hoffe, du findest den Weg allein. Na gut, ich werde es tun. Aber wenn ich auch nur eine Flasche in der Vorratskammer vermisse, bekommst du Ärger. Zeig mir die Rüstung. Schau mal. Die ist jetzt schon besser. Als die, die gerade gekauft haben, so eine Scheiße, Alter. Lasst uns handeln. Warum nicht, wenn du Gold hast? Nochmal hier. 1200! Willst du mich verarschen oder was? 1200 für eine Karte! Junge, die Mod-Hersteller, die wollen mich ja komplett hops nehmen. Junge, was ist eigentlich mit dir? Wie hört denn das an? In der Luft hackt da auch noch. So, wir gehen mal auf Sammeltour, würde ich sagen. Nehmen wir 1000 Pilze? Nee, Wacholder und Wein. Noch besser. Ein paar Rüben. Die können wir an Tilda verkaufen. Hey du. Ja. Stinkt nochmal Pirat. Joey. Okay, da drin. Das Loot fällt knöterig. Schaufel, Bergkristall und schwarze Perle. Nice. Ein schon großes Lager war. Da wäre Greg ganz neidisch, muss man sagen. Oh, schön entspannte Musik, muss man sagen. Wenn man so von der Scheiß dem Ork-Gebiet so kommt. Wurde mal so. Oh, warte mal. Warte mal, Kumpel. Ja, warte. Was willst du? Mein Name ist Joel. Würdest du gerne Geld verdienen? Ich habe einen interessanten Job, den du machen kannst. Worum geht es? Wenn du bereit bist, gutes Geld zu zahlen, helfe ich dir vielleicht. Was gibt's zu verhandeln, Kumpel? Du wirst eine Menge Gold bekommen. Also, worum geht's? Treten wir zurück, damit uns niemand hören kann.
Hier wird es ruhiger sein. Wir brauchen keine zusätzlichen Ohren. Also, die Sache ist die. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle, in der ich mein Zeug versteckt habe. Wir rauben diese Gewässer schon lange aus und ich habe ein gutes Vermögen an Gold, Schmuck und so weiter gemacht. Als ich das letzte Mal nach meinem Vorrat sah, fand ich eine ganze Schar von Lockern. Die Kreaturen hatten sich meine Höhle als neues Zuhause ausgesucht, soll sie ein Hai zerfetzen. Ich möchte, dass du mir hilfst, diese Kreaturen zu töten und für deine Hilfe gebe ich dir 1.000 Münzen. Also, wirst du mit mir kommen? Ja, verarsch mich doch. 1.000 Münzen sind ein gutes Geschäft. Ich bin dabei. Also gut. Komm um Mitternacht wieder. Ich will nicht, dass uns jemand sieht und von meinem Verstand... Naja, du kleiner Wichser, der überfällt mich doch. Kannst mir eine Spur machen. 1.000 Goldmünzen. Für ein paar Lurker killen. Glaubt dir kein Mensch. Okay. Dass ich gerade gespeichert habe. Warte mal, Kumpel. Was willst du? Mein Name ist Jürgen. Ja, ich kann nicht skippen. Würdest du wo? Was? Also. Hier wird es ruhiger. Wir rauben. Ich. Ja, ich bin dabei. So, dann gehen wir mal zu Billy, würde ich sagen. Da war Skip. Da war ein Pirat normaler, oder? Ja. Wer bist du? Mein Name ist Billy und ich bin Matrose auf einem unserer Schiffe. Nach dem letzten Entern bin ich allerdings etwas angeschlagen. Deshalb habe ich beschlossen, meine Wunden an Land zu heilen, weshalb ich bei der letzten Reise nicht mit Garb mitgefahren bin. Oh, tut mir leid. Als ihr ein Schiff versenkt habt, hast du ein bisschen verletzt, ja? Was für Tragik. Was ist das für ein Ort? Das ist unser Lager, der Hafen der müden Piraten. Hier teilen wir die Beute, ruhen uns zwischen den Überfällen auf vorbeifahrende Schiffe aus, trinken rum und haben Spaß. Du bist ein harter Bursche, wie ich sehe. Warum schließt du dich uns nicht an? Ich werde über dein Angebot nachdenken. Warte mal, mir kommt die Mucke so laut vor. Ich mach die mal ein bisschen leiser. Was ist das für ein Ort? Das ist unser Lager, der... Hat mir gerade... Wer ist Gard? Gard ist unser Kapitän und der Anführer der ganzen Bande. Er ist der rücksichtsloseste Pirat in allen umliegenden Gewässern und der beste Schwertkämpfer in ganz Myrtana. Nein, glaube ich nicht. Von allen Männern, die Gard überfallen hat, hat ihn keiner je überlistet oder besiegt. Wenn du ihn triffst, solltest du aufpassen, was du sagst, sonst bekommst du Ärger. Der schlägt schnell zu. Er hat schon eine Menge Leute, die sich für große Kämpfer halten. Ich werde daran denken. Wo finde ich ihn? Nun, Gard ist gerade nicht auf der Insel. Er ist unterwegs, um neue Beute zu machen. Und während der Weg ist, ist Rentgast seine rechte Hand für das Lager zuständig. Kommt mir irgendwie bekannt vor, alles. Rentgast ist für die Ordnung im Lager und die Vorräte zuständig. Er ist ein seltener Bastard, das sage ich dir im Vertrauen. Für eine Handvoll Pennies würde er seine eigene Mutter umbringen. Wie lange bist du schon Pirat? Das war schon immer so. Es ist das Einzige, was ich gut kann. Mein Vater war ein großer Schoner-Kapitän, ein Schläger wie ich. Mehr als 2 Dutzend Schiffe hat er versenkt. Natürlich bin ich in seine Fußstapfen getreten. Eines Tages werde ich genug Gold anhäufen, um selbst ein Schiff zu kaufen. Dann wird Gard dran glauben müssen. Kannst du mir was beibringen? Wenn du bereit bist, 600 Goldstücke zu bezahlen, kann ich dir zeigen, wie man mit Klingen umgeht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, da gibt es eine Sache. Ich glaube aber nicht, dass du darin gut sein wirst. Sagen Sie mir erst, was das Problem ist, und dann sehen wir weiter. In Ordnung, mal sehen, was du tun kannst.
Einer unserer Banditen hat mir kürzlich eine goldene Statue von Innos gestohlen. Es ist eine Statue, die ich bei meinem letzten Abenteuer ergattert habe. Und ich glaube, sie ist mindestens... Ja, alle mit ihren 1000 Goldstücken hier. Jedenfalls habe ich sie vor 3 Tagen vermisst. Ich habe das ganze Lager abgesucht. Aber ich kann sie nicht finden und ich kann auch bei meinen Männern nichts finden. Wenn du sie mir zurückbringen kannst, gebe ich dir 500... Ach, ich krieg 500, ja. Aber sie ist 1000 wert. Hast du jemanden im Verdacht? Ja, ich glaube, es war der lustige Hug, der sie gestohlen hat. Er war sehr an der Statue interessiert, sagte, sie gefalle ihm sehr, bot sogar Geld. Aber ich weigerte mich strikt, sie zu verkaufen. Was hat er gesagt? Der hungrige Hugo? Okay, wir sind Bescheid. Den haben wir durch. Gehen wir mal zu Skip. Wer bist du? Mein Name ist Skip. Ich bin einer der gefährlichen Verbrecher auf der Fahndungsliste. Ich und meine Jungs machen die Gewässer um diese lausige Insel schon seit langem sehr unsicher. Hast du noch nie von mir gehört? Nee. Nein, habe ich nicht. Ja, was kann man von einem Hinterwäldler schon erwarten? Nun, du wirst von mir hören. Ich ziehe bald mit Craig nach Corinis. Wir werden denen dort die Hölle heiß machen. Ach, dann spielt vor. Gothic 2, ja? Gut zu wissen. Von welchem Corinis redest du? Nein, du bist wirklich ein plumper Bauerntrampel. Corinis ist eine große Insel, nicht weit vom Festland entfernt. Jetzt sieht sie eher wie ein großes Gefängnis aus, in das Kriminelle aus aller Welt gebracht werden. Außerdem gibt es dort einen großen Hafen, in dem ständig Handel getrieben wird. Wir werden viel Gelegenheit haben, unsere Taschen mit Gold zu füllen. Dann haben die Wichser ja wirklich... Ich habe ja am Anfang als Spaß gesagt, dass Quack mich versenkt hat. In Wirklichkeit haben die mich ja wirklich versenkt, die Wichser. Hey. Wer ist Quack? Quack ist der erste Offizier des Kapitäns. Sie sind jetzt zusammen auf Raubzug. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Garp wird nicht mehr lange Piratenkapitän sein. Ich denke, wenn die Reise zu Ende ist, wird Quack seinen rechtmäßigen Platz eingenommen haben. Es braut sich eine Rebellion zusammen? Ja, schon seit einiger Zeit. Sehr viele von uns sind unzufrieden mit Garp. Alle haben die Nase voll von dieser verdammten Insel und diesen verdammten Orks. Wenn es nach mir ginge, hätte ich diese grünen Kreaturen schon längst abgeschlachtet. Nun, schon gut. Ich bin bald wieder weg von hier. Wir haben schon einen neuen Platz zum Lagern gefunden. Hast du nicht daran gedacht, die Insel zu verlassen? Doch, hat er gerade gesagt. Was soll das bringen? Mir geht es hier gut. Man sagt, diese Outside war flucht, aber ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht, vielleicht. Aber es ist sehr gefährlich. Sag mir, was los ist. Gut, hör aufmerksam zu. Du musst Rendgar seine Karte der Insel stehlen, auf der steht, wo Garp sein Gold lagert. Ich weiß, dass der Kapitän seine Beute irgendwo vergraben hat, aber ich weiß nicht wo. Wenn du diese Karte besorgen kannst, werde ich dir sehr dankbar sein. Mir gefällt, wie du denkst. Ich kümmere mich um den Fall. Das ist sehr gut. Du musst dich ins Haus des Kapitäns schleichen und die Truhe öffnen. Da ist eine Schatzkarte drin. Rendgar bleibt im Haus, bis Garp von seinem Fischzug zurückkommt. Ich habe eine Lösung. Aber sei vorsichtig. Rendgar schläft fast nie und er achtet darauf, dass niemand ungefragt in den Truhen herumwühlt. Wenn du erwischt wirst, bist du ein toter Mann. Ich lasse mir etwas einfallen. Hier haben wir eine Schmiede. Ein Rohstall. Eine Klinge. Die Mucke gefällt mir aber gut. Passt schön. Billy haben wir auch dabei. Der ist ja auch in Gothic 2 dabei. Was ist das für ein Ort? Das ist unser Lager, der Hafen. Ach, warte mal, die haben wir ja schon gequatscht. Er hat dich in unser
Lager gelassen, du kleiner Mistkerl. Wenn du keinen Ärger willst, verschwinde, solange ich noch nett bin. Sei nett. Ich entscheide, wann ich gehe. Wenn du keinen Ärger willst, verschwinde, solange ich noch nett bin. Ja, da gerade eben gesagt schon. Dass du so mit mir redest? Junge! Das geht dich nichts an, du Trottel. Hör auf zu provozieren. Wir kriegen nur auf die Fresse. In Ordnung, ganz ruhig. Ich gehe. Nein, Junge. Du gehst nicht einfach so. Ich kann dich vor die Wahl stellen, bleib am Leben und arbeite freiwillig in der Scheune. Oder ich schlage dich mit meinem Säbel tot. Fahr doch zur Hölle. Du Spast! Oh, ein Lederbeutel. Da haben wir einen Gork. Ah, oh, ist ja das Problem. Sind die jetzt immer aggro oder haben sie es wieder beruhigt? Die Spasten. Gut, da gehe ich erstmal nicht wieder hin. Wir gehen mal nach da oben. Hier, das ist der neue Anführer. Vorübergehend. Wer bist du? Ich bin Rentgas, der Leiter dieses Lagers. Alle hier sind mir unterstellt und niemandem sonst. Bist du der Anführer der Piraten? Ja, solange Kapitän Gard weg ist, darf ich das sagen. Und wenn du versuchst, Ärger im Lager zu verursachen oder etwas zu stehlen, verspreche ich dir großen Ärger. Ich will mit eurem Kapitän sprechen. Er ist im Moment nicht im Lager. Er ist mit ein paar Jungs rein schon auf Raubzug. Er wird in nächster Zeit nicht hier sein. Bald wird eine Handelsflotte unsere Insel passieren. Und das ist eine Menge Beute. Der Kapitän will sie nicht verpassen. Warum bist du nicht mit ihm gegangen? Wer bleibt übrig, um das Lager zu bewachen und diese faulen Bastarde in ihre dünnen Asche zu treten und unsere Waren zu bewachen? Diese durchgeknallten Jäger, die auf der Insel leben, sind völlig verrückt geworden. Fast jede Nacht schleichen sie sich in unser Lager und versuchen, jemanden zu töten. Sobald der Kapitän eintrifft, werden wir diesen Kindern Belias einen Besuch abstatten und ihre wertlose Rasse ihrem Schicksal zuführen. Ach, jetzt verstehe ich erstmal das Ganze. Greg ist ja momentan auf Kaperfahrt mit dem anderen Anführer wegen der Galeere. Und ist ja diese Paladin-Schiff. Die werden versenkt und dann nur Greg bleibt ja am Leben und Skip und Billy, die noch hier sind und vielleicht noch irgendwer anders, keine Ahnung. Hier, Rengaro ist auch der hier, oder? Der ist auch in Teil 1, 2 dabei. Nee, Rentgas. Ja, keine Ahnung. Und die kommen dann auf die Queenesinsel nachgeschippert und vermissen ja den Kapitän dann. Also, so wie ich mich richtig erinnere. Ich brauche Vorräte für das Ork-Lager. Die Orks beschweren sich, dass die Fleischvorräte zu schwinden beginnen. Was hat das mit mir zu tun? Wir versorgen diese Bestien bereits mit dem besten Essen, das wir von den Schiffen stehlen können, die hier vorbeikommen. Das hier ist kein Laden, in dem jeder kaufen kann, was er will. Was wir stehlen, verkaufen wir. Sag deinen Orks, sie sollen selbst auf die Jagd gehen. Sie werden vom vielen Kram noch verrückt werden. Kann ich etwas von dir kaufen? Ja, natürlich. Nach monatelangen Raubzügen hat sich bei uns eine Menge Gerümpel angesammelt, das ich gerne loswerden würde. Noch eine Karte für 2000. Kann ich eine Rüstung von dir kaufen? Du möchtest deine Garderobe aufbessern? Nun, wir haben im letzten Gefecht ein paar Jungs verloren, die ihre Rüstung nicht mehr brauchen. Also habe ich ihre Sachen aufbewahrt. Nur für den Fall. Aber du musst etwas mehr bezahlen. Die Rüstungen sind noch fast ja, neu. Fast du neu. Du musst mir die Rüstung eines toten Mannes an. Aber wirklich. Nun, wenn du so reinlich bist, solltest du dich woanders umsehen. Vor allem, die Rüstung hat ja so gut geschützt, wa? Zeig mir die Rüstung. Was? Hast du deine Meinung geändert, Saubermann? Okay. Ja, die ist nicht schlecht, die mittlere. Ah, zu teuer momentan. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Mit wem ich rede, ist deine Wahl. Wo waren das jetzt für ein... mal ein paar schöne Zweihänder hier. Leichter Zweihänder. Macht zum Beispiel auch keinen Sinn. Benötigt Stärke 85, macht aber nur 75 Damage. Was ist das für eine Kacke?
Ja, gut. Warum hilfst du den Orks? Das ist ganz einfach. Sie zahlen gut. Das ist alles, was für einen echten Piraten zählt. Alles andere ist Unsinn. Ausreden für Schwächlinge. Ja gut, wenig Sklaven, Mike später. Ich guck mich jetzt mal weiter um hier. Und top. So, mit denen habe ich schon alt gequatscht. Da sind der Hurensohn mit den zwei Leibwächtern, gehe ich nicht hin. Wir gehen mal hier runter. Davor speichern wir mal ab. Hans, mein Bester. Hey, du. Hallo, Seemann. Was willst du von mir? Ich will nicht mit dir reden. Siehst du nicht, dass ich fast tot bin? Ja, sieht man. Wie steht's? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe mir eine Krankheit zugezogen und meine Tage sind gezählt. Corona, hust mich bloß nicht an. Davon. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Vor etwa 10 Tagen beschloss ich, die Höhen der Insel zu durchstreifen in der Hoffnung, ein Artefakt oder so etwas zu finden. Die Insel ist uralt. Es gibt viele davon. Man muss nur gründlich suchen. Die Orks haben sich nicht umsonst hier niedergelassen. Sie haben einen alten Tempel ausgegraben. Nun, ich hatte das Pech, in eine Höhle unweit des Lagers zu gehen. Dort in den Tiefen lag eine uralte Klinge mit seltsamen Hieroglyphen auf dem Griff. Nun, ich war froh. Schnappte sie mir und dann erschien wie aus dem Nichts eine Horde Skelettkoblins, angeführt von ihren Schamanen. Allein konnte ich gegen eine solche Truppe nicht bestehen. Also zog ich mich zurück. Es war ein hitziger Kampf. Ja, das glaub ich. Wie durch ein Wunder gelang es mir, aus der Höhle herauszukommen. Aber diese Kreaturen blieben nicht zurück und mein Schwert richtete fast keinen Schaden an ihnen an. Dann erkannte ich, dass es die Klinge war und warf sie weg. Die Goblins ließen mich in Ruhe und ich kehrte zum Lager zurück. Schön, Plastikschwert. Fahr fort. Und alles wäre in Ordnung gewesen. Aber nach ein paar Tagen fing ich an, mich schlecht zu fühlen. Mein Körper bekam Geschwüre, ich hörte praktisch auf zu essen, ich verlor eine Menge Gewicht. Ich glaube, ich bin dabei, mein Leben zu verlieren. Ja, wir sind Abstand an das Tier. Ich habe keine Ahnung, wie ich es aufhalten soll und wir haben keinen Heiler im Lager. Unser Alchemist ist mit dem Kapitän auf einem Feldzug unterwegs. Oh. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt helfen kann. Wenn du zu dieser Höhle gehst und die Klinge zerstörst, verschwindet vielleicht seine dunkle Magie. Wo ist diese Höhle? Sie ist nicht weit von hier. Wenn du das Lager verlässt, halte dich auf der rechten Seite des Berges. Nach ein paar Metern wirst du den Eingang im Gebüsch finden. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber wenn ich etwas ausrichte, musst du dafür bezahlen, und zwar viel. Ich gebe dir alles, was ich habe, aber du musst mir helfen. Na gut, der kommt erstmal viel später. Das ist nur ein Pirat. Hey du! Nein, noch nicht. Ich habe noch nicht genug Fische gefangen. Was redest du denn da? Warte, hat Rentgast dich nicht geschickt? Nein, ich komme von allein. Das ist gut, denn ich dachte, du wärst wegen der Fische hier. Ich fange schon den ganzen Tag verdammte Fische. Heute waren es nicht mal 5 und Rentgast sagte, ich soll ihn jeden Tag mindestens 1 Dutzend bringen. Na, dann viel Spaß. Wo soll ich sie für ihn hernehmen? Man muss tief tauchen und Kort wird jetzt nicht einmal bei Androhung der Todesstrafe die Fische fangen wollen wegen diesem verdammten Kraken. Kraken? Cthulhu meinst du oder was? Von welchem Kraken sprichst du? Oh, der ist riesig. Wir sind wie immer hinter den Riffen getaucht, weg vom Ufer. Es gibt viele Fische und der Fang ist gut. Man kann in 2 Stunden eine Menge Fische fangen. Wir ließen also den Anker fallen und fischten eine halbe Stunde lang, als plötzlich seltsame Geräusche zu hören waren und bald darauf ein Krake nur noch wenige 100 Schritte von uns entfernt erschien. Mit riesigen Tentakeln und glühend roten Augen. Ich war wie betäubt, als ich ihn sah. Gut, dass Cordell erfahrener Seemann ist. Er wusste, dass wir von hier verschwinden mussten, bevor die Kreatur uns erwischte.
Wir haben noch nie so schnell gerudert und es schien mir, dass wir nur wenige Augenblicke hatten, um das Boot auf den Sand zu setzen. Und jetzt? Du fährst jetzt nicht aufs Meer hinaus? Nein, natürlich nicht. Ich würde lieber ein Dutzend Ohrfeigen von Anders bekommen, als in die Fänge dieser Bestie zu geraten. Warum hat Rentgas dir befohlen zu Es war seine Idee, mich für ein Vergehen zu bestrafen. Welches Vergehen? Jede Nacht muss einer von uns Wache halten, um sicherzustellen, dass sich keine Spionen, Orks oder einheimische Jäger ins Lager schleichen. Mein Bruder und ich waren an der Reihe, Wache zu halten. Die Nacht war warm, die Zikaden zirpten überall und der Abendhimmel war noch zu sehen. Kurzum, ich schlief ein. Als ich aufwachte, war mein Bruder verschwunden und im Lager fand man zwei Leichen. Einer von uns war tot und der andere war ein Bandit. Ich kann mir vorstellen, wie glücklich Rentgas darüber war. Ja, das war er. Er schrie so laut, dass ich glaube, dass ihn sogar die Dämonen der Hölle hören konnten. Zuerst wollte er mich an die Orks verkaufen, aber dann beschloss er, dass ich als ehemaliger Fischer mein Vergehen auf andere Weise wieder gut machen könnte. Uns fehlt es an Vorräten und Gart war nicht sicher, ob und wann er zurückkommen würde. Brauchst du Hilfe? Ja, das könnte sehr nützlich sein, wenn du meinen Bruder aus den Fängen der Banditen befreien könntest. Was? Erzähl mir mehr. Sie haben ihn entführt, als wir auf Patrouille waren. Ich weiß genau, dass es die waren, die sich in der Nähe auf einer kleinen Insel niedergelassen hatten. Eines Tages, als wir im Meer fischten, bemerkte ich eine Bewegung auf dieser Insel und, du wirst es nicht glauben, ich sah viel unter diesen Verbrechern. Er schöpfte Wasser aus dem Meer und kehrte in die Höhle zurück. Warum sollten die Banditen viel festhalten? Weil er ein ausgezeichneter Koch ist. Früher hat er im Lager gekocht und alle haben seine Kochkünste gelobt. Ich glaube, jetzt macht er dasselbe bei den Banditen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Warum will Rentgas ihn nicht befreien? Weil Rentgas ein Feigling ist. Oh, ich hätte das nicht so laut sagen sollen. Außerdem gibt es eine Menge Banditen auf der Insel und keiner von uns wird sein Leben für meinen Bruder riskieren. Hast du deine Meinung darüber, ein Krieger des Stunts zu werden, geändert? Nein, ich bin lieber ein lebender Fischer als ein berühmter, aber toter Pirat. Ich werde dir helfen, deinen Bruder zu befreien. Das wirst du. Ich kann meinen Ohren nicht trauen. Hör zu, ich kann dir sogar behilflich sein. Geh zu Kort und bitte ihn um ein Boot. Normalerweise verlangt er Geld, aber ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Vielen Dank dafür. Komm bald wieder. Ich hoffe, die Götter werden dich beschützen. Na gut, den mache ich erstmal viel später. Da drüben ist wahrscheinlich das Boot dann. Und da ist wahrscheinlich die Insel da hinten, könnte ich mir vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich schaffe nicht einen Banditen. Ich brauche erstmal mehr Crit und Stärke, Alter. Ich schaffe ja nicht mal einen scheiß Ork. Это не мои проблемы. Это все сплетни. Das haben die Piraten schon Gardisten, Mensch. Und Wächter. Sollten sich auch was einigen. Haben wir noch irgendwen hier? Kochlevel. Rasten die aus, weg den Klaue. Nö, nee, anscheinend nicht. Ich werde jetzt Kord, oder? Sag ich hey, ja. Bin was so klug. Weg, bist du uns, Mensch! Was geht dich das an? Ich interessiere mich für alles, was im Lager passiert. Ich habe dich noch nie gesehen. Bist du ein entflohener Sklave? So nett war. Natürlich. Deshalb laufe ich ja auch frei herum. Hast du eine scharfe Zunge? Hast du keine Angst, dass ich dich jetzt zurechtweise, hm? Versuch's doch. In Ordnung, beruhige dich. Der Typ fordert alle raus und kriegt nur aufs Maul. Wie ich sehe, bist du nicht so schlampig wie die anderen. Das ist wie so ein typischer, keine Ahnung, möchte gern Macho hier in der Wirklichkeit, Alter. Fordert alt raus, ja, ich hau dir auf die Fresse. Da kommt wirklich mal einer an und dann, bam, liegt er da. Was ist mit deinem Auge passiert? Erinnerungen an eine gewalttätige Jugend. Ein Kumpel und ich gingen eines Abends in eine Kneipe. Wir hatten eine Menge Geld und einen Job zu erledigen, also haben wir uns volllaufen lassen. Wir hatten eine Menge getrunken. Nein, nicht nur das. Sehr viel. Und wir kamen auf den Geschmack von Frauen, weißt du. Da gab es dieses großbrüstige Mädchen, zu dem ich mich hingezogen fühlte. Ich ging zu ihr, sie schrie.
aber das hat mich nicht aufgehalten. Und wer hätte gedacht, dass sie die Tochter eines Kaufmanns aus der Hauptstadt ist? Die Wachen kamen angerannt, es kam zu einem Handgemenge. Und das Ergebnis war, dass mein Auge verschwunden ist. Na, wo war denn? Jetzt nennen mich alle Einäugiger Kopf. Einfach weggelaufen. Was kümmert mich das? Ich bin daran gewöhnt. Erzähl mir vom Piratenleben. Was, du willst auch mal in unser Leben schnuppern? Das Leben eines Piraten besteht aus zwei Kisten rum und einem Sack voll Gold und Blut. Ein Meer von Blut. Wie verlockend, nicht wahr? Wenn dir das gekult ist, hast du alles. Freunde, Frauen, vergoldete Kleider und teure Waffen. Aber wenn du einer von uns wirst, würde ich dir nicht raten, auch nur von einem Haus, einer Frau und einem ruhigen Leben zu träumen, mein Junge. Die Frau des Piraten ist eine getierte Schlinge. Früher oder später werden wir sie alle treffen. Der macht mir richtig Mut. Ist das dein Boot? Es ist meins. Was willst du mitfahren, Mann? Das kann ich arrangieren. Warum willst du ein Boot? Es war Rengars Idee, dass ich uns von der Küste wegbringe. Der Fischfang ist dort besser. Und natürlich war ich der einzige Kandidat. Kort ist immer am Limit. Jetzt muss ich mir als Ruderer etwas dazu verdienen. Erzähl mir von Jungs. Das ist unser Jungsbund, der erst seit kurzem zur Bande gehört. Er ist noch nicht sehr nützlich, aber er ist ein sehr guter Fischer. Rentgas sagte ihm, wir sollen jeden Tag ein Dutzend Fische bringen, damit wir hier nicht verhungern, bis der Kapitän kommt. Diesmal braucht er länger als sonst. Ja gut, dann machen wir später mit der Bootsfahrt und so. Da haben wir noch einen Fisch. Ja, damit. Noch mehr Fische. Hallo? Nimm die mit. Hallo, da liegt doch was. Sieh doch. Lass dich hier wieder komplett blind, ey. Der braucht eine Brille, der Junge. So, ihr hattet ja keinen besonderen Namen mehr hier, oder? Steht hier noch einer rum? Schöner, echter Seemannsgrog. Schön. Nehmen wir auf Ex. So, wer jetzt hier rum? Du dummer Wichser. Jetzt haben wir dich. Warte mal, ich kenne dich. Du bist der Matrose, der uns verraten hat. Dieser Fluch. Wie konntest du dich befreien? Das ist egal. Jetzt bin ich hier und will... Nee, wollen wir nicht. Hör zu, können wir ein Geschäft machen? Ich kann dir Gold geben, viel Gold, und dir kostenlos ein paar Tricks beibringen. Ja, nicht schlecht. Warum willst du mich töten? Hm? Du willst Gold, stimmt's? Wie viel Gold hast du? Junge, ich habe 500 Goldstücke. Ich schätze, das ist mein Leben wert, was? In Ordnung, gib mir das Gold. Warte hier auf mich. Ich laufe zu meiner Hütte. Du dummer Wichser. Ich werde hier auf dich warten. Nein, war aber nicht. Der dumme Wichser, der verarscht uns doch. Jetzt bist du endgültig tot. Verzeih mir. Ich werde es wieder gut machen. Ich habe nur nach meinen Vorräten gesucht. Nein, mein Freund. Du gehst nirgendwo hin, bis ich mein Gold habe. Na schön. Na schön. Hier sind deine Goldstücke. Aber das ist nicht alles. Du hast mich den Rest nicht holen lassen. Und ich habe nichts mehr bei mir. Na schön, zur Hölle mit dir, Lieben. Warte mal, wenn er weitergegangen wäre. Ah, nee, geht ja nicht, oder? Dann hätte ich ja den töten müssen jetzt hier wieder. Oder war da noch eine Option gewesen? Ich hab's jetzt ja nicht gesehen. Warte mal, ich lade nochmal. Warte mal. Wenn er klug gewesen wäre, wäre zum hungrigen Hugo gegangen hier. So, wir speichern nochmal. Du hast mich verzeiht. Ja, stimmt, okay, nee. Na, aber das. Du hast mich den Rest nicht tot. Na schön. Was kannst du mir beibringen? Hey Mann, ich bin der beste Dieb auf der ganzen Insel.
Keiner kann mir das Wasser reichen. Doch, Wisp. Ich kann dir ein paar Taschendiebstahl-Tricks zeigen und dich geschickter machen. Und damit du nicht mehr sauer auf mich bist, bringe ich es dir für den symbolischen Preis von 300 Geld. Du dummer Wichser. Aber du hast gesagt, du würdest mich kostenlos unterrichten. Nein, du hast dich verhört. Ich habe nichts dergleichen versprochen. Ich habe immer noch mein Schwert und ich kann es jederzeit benutzen. Na schön, na schön. Ich gebe dir einen Preisnachlass. 200 Münzen und wir beginnen mit dem Training. Was für ein gieriger Bastard. Zur Hölle mit dir. Wir werden uns noch eine Woche lang so zanken. Was tust du im Lager? Ich passe auf die Sklaven auf. Und wie du vielleicht schon erraten hast, suche ich neue. Hey, das ist ein langweiliger Job, aber er bringt mir genug Gold, um Würfel zu spielen und ein paar rumzutrinken. Hast du keine Dietriche? Warum nicht? Aber du wirst sie bezahlen müssen. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Kannst du mir helfen? Das kommt darauf an. Könntest du Rentgast dazu bringen, die Kapitän Skyhite für eine Weile zu verlassen? Warum sollte ich das tun? Führst du etwas im Schilde? Nein, ich führe nichts im Schilde. Ich wollte nur meinen Lieblingssäbel zurückholen, den er mir weggenommen hat, als man mich gefangen nahm. Ich habe herausgefunden, dass Rentgast ihn in der Kabine des Kapitäns aufbewahrt. Ich wollte ihn kaufen, aber er weigerte sich stets. Wirst du mir helfen? Ich werde dir helfen, warum nicht? Aber du wirst dafür bezahlen müssen. Der Weg sei wie 300, wa? Wie viel willst du? 300. 400 Gold. Ja! Den war ja nur Minus mit dir, Alter. Nee. Kannst du knicken, ey. Vergiss es. Du Misset. Schauen wir jetzt mal dein Lager an. Was da, oh, der Lederbeutel, den mal mit. Was da so rumlag. Fischsuppe, schön. Wasser. Lieber eine Schale. Noch ein Lederbeutel. Holzfällerachst. Sehr, sehr schön. Also hinter dem Wasserfall irgendwas versteckt. Wir gucken mal. Ach du Scheiße! Das ist Kaköle, die er meinte. Rückzug. Ach du Scheiße. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Okay, der Typ lügt mich doch nicht an. Das ist wirklich eine Höhle mit 1000 Lurkern. Krass. Jo, dann müssen wir jetzt erstmal eine Runde pennen, würde ich sagen. Mitternacht. Ach, das ist ja schon vorbei. Scheiße. Hat der Typ noch Bock, oder? Joey wart, oder? Ja, die pennen alle jetzt. Nee, da wird das nichts mehr. Machen wir am nächsten Tag halt. Wir holen jetzt mal die Sklaven. Ja, ja, die schon. Ich kann doch eigentlich schleichen, oder? Warte mal. Wo ist meine Schleichtaste? Der hat immer wie gesagt... Hey, ты! Что тебе здесь нужно? Oh, sorry, Mann. Kann nicht wissen, dass du mich siehst. Okay, er sieht mich immer. Hey, schade. Die. Was ist dir hier wichtig? Und er hat 800 Leben. Nee, der wird nix. Das wird nix, meine Freunde. Ist hier oben ein Loch vielleicht drinne? Nee.
Hier irgendwo ein Fenster. Nee, anscheinend nicht. Okay. Kann man den weglocken? Ja, ja. Wenn ich reingehe, abguckst du mich, oder? Nee, der ist ein bisschen dumm. Da schläft der Typ. So, dann testen wir mal hier. Eine Schatzkarte. Nee, laden wir direkt. Junge, willst du mich flexen oder was? Was ist denn für eine lange Kombi? Hä? Ein paar Dietriche. Scheiße, ich hab's mir nicht gemerkt. Nein! Bruder, irgendwo ist los. Aber ganz dringend. Ach du Scheiße, warte mal. Ich mach mir vielleicht ein Bild. Die Alzheimer kickt wieder rein, Junge. Ja, der hört sich gut an. Alter. Skizze eines Streitkolbens. Na gut. Die zwei Dietriche lassen wir mal. Abgebrochen sind. Deswegen habe ich hier so eine Kombi gehabt. Alter, wegen so einer Kackwaffe, die ich herstellen muss. Was hatte ich eigentlich für eine Quest? Was muss ich ihnen nochmal geben? Ah, okay. Skip. Ah,
Old Plate. Schatzkarte. Also, das ist die falsche Insel, mein Freund. Da stehen drei Halunken wieder. Ja, kann ich jetzt hier irgendwo pennen? Nee, hier auch nicht. Leute, ich muss mit Rengaru quatschen. Ich brauche ein Bett. Wenn ich in die Hüttnerin gehe, rasten die aus, oder? Ich klicke mir einfach dazu. Good night. Gehen wir zu Skip. Gehen wir die Karte. Da ist Billy. Wo zum Fick ist denn Skip schon wieder? Hey du! Ich habe es geschafft. Hier ist die Karte. Willst du mich reinlegen? Das ist die falsche Karte. Was soll das heißen? Es ist die falsche. Es war keine andere in der Truhe. Wie kannst du wissen, dass es die falsche ist, wenn du nicht mal nachgesehen hast? Was glaubst du, woher ich die Karte kenne? Ich habe sie gesehen, du Idiot. Auf der echten Karte steht Garts Unterschrift in der Ecke. Aber auf dieser nicht. Also folgendes, wenn du mir nicht bald die echte Karte bringst, zeige ich dich bei Rentgas an. Die Wichser! Ich mag es nicht, wenn Idioten wie du versuchen, mich auszutricksen. Verdammt nochmal. Es gab keine andere Karte. Wie oft soll ich das noch sagen? Angenommen, du lügst nicht und es war wirklich keine andere Karte in der Truhe. Dann kann Rentgas selbst die echte Karte genommen haben. Man muss sie nur stehlen, das ist alles. Ja, nur stehlen. Ich kaufe jetzt eine kleine Quest mit Time Limit. Ah, ja gut. Wir probieren es mal. Ich habe ja noch den Ring mit Geschicklichkeit. Aber der wird wahrscheinlich nichts werden. Mann, die Scheiße jetzt schon wieder. Ah, Lederbeutel. Den machen wir weg. Und den hier angelegt. Okay. Nicht geklappt, ich probiere zwei, dreimal, weil manchmal ist es wirklich irgendwie random. Den Uschak, den konnte ich auch damals beklauen. Naja gut, der wird wahrscheinlich nichts. Hey du! Komm, immer probier's noch. Hey du! Nee, wird nichts, okay. Brauchen wir wahrscheinlich einen festen Wert oder so. Scheiße. Ich komme wegen der Sklaven. Gut. Diese Landratten haben schon mehr gefressen, als sie wert sind. Gib mir 3000 Goldstücke und nimm dieses Vieh. 3000 Goldstücke? Bist du völlig verrückt? Das ist der wirkliche Preis für eine Platz. Komm einfach so, hör, ihr joggt. Wenn du dich entschlossen hast, das Gold einzustecken, dann spiele nicht den überraschten Fisch, der an Land gespült wurde. Du bringst das Gold, du bekommst die Sklaven und wenn nicht, verpiss dich. Ich hab keine 3000 Goldstücke. Gut. Gehen wir mal zu dem Ork.
Ich habe mit dem Anführer der Piraten gesprochen. Er will 3000 Gold für die Sklaven. Er sagt, das sei der übliche Preis. Mada weiß nichts davon. Mada geht zum ersten Mal zu Piraten. Oh, super. Du hast also kein Gold? Mora hat richtig geraten. Mada hat keine 3 Dunsen-Münzen. Dann gehen wir zurück zu Tarsus, um das Gold zu holen. Nein, Mora. Wenn wir ohne Sklaven zu Tarsus zurückkehren, wird Tarsus sowohl Mora als auch Mada töten. Er wird sehr wütend, wenn jemand nicht nach seiner Pflicht. Ja, er hätte uns mal Gold mitgeben müssen. Ich bezahle jetzt nicht aus eigener Tasche, da könnt ihr euch mal richtig in den Arsch schieben. Kann er richtig knicken? Nee. Selbst wenn ich jetzt 3000 zusammenkriege, da bin ich ja komplett pleite. Die können wir mal richtig. Ja, wahrscheinlich muss ich die ganzen Aufträge jetzt hier für die Piraten hier machen, weil deswegen geben die mal 3000. Meine 1000 Goldstücke und so ein Scheiß. Wie wäre es, wenn wir ein Geschäft machen? Du gibst mir die Sklaven und ich bringe dir das Gold. Ich kann einen Ork als Pfand da lassen. Ich denke, das wäre genug. Bist du verrückt? Wozu zum Teufel brauche ich einen Ork? Damit ein Trupp seiner Kameraden hinter ihm her ist und uns alle abschlachtet? Nein, Kumpel, du bringst das Gold, du bekommst die Sklaven. Vielleicht hast du einen Job für mich. Ich helfe dir und du bezahlst meine Hilfe mit Gold. Vielleicht klappt das ja. Vor kurzem ist eine Bande von Schlägern an der Küste aufgetaucht. Die Bastarde haben beschlossen, in den umliegenden Gewässern ein bisschen frech zu werden und haben begonnen, unser Brot zu stehlen, indem sie kleine Boote ausrauben. Meine Jungs haben sie bereits aufgesucht und sie haben sich bereit erklärt, uns nicht mehr in die Quere zu kommen. Aber ich weiß, dass das nicht lange der Fall sein wird. In ein paar Tagen werden sie wieder ihre alten Tricks anwenden. Wenn du sie für immer los wirst, zahle ich dir 900. Ach, schade, nicht 1000. Wie hört sich das an? Ich werde es erledigen. Wo soll ich nach ihnen suchen? Es gibt eine kleine Insel südwestlich von unserem Lager. Dort haben die Bastarde ihr Lager. Ah, da drüben, ja. Wege von hier. Ach du Scheiße, Leute, wird immer schwieriger hier. Dach wird einfacher. Aber wird immer schwieriger. Da oben sind wahrscheinlich die Paladiner, wa? Wegen der Innenstatue der Großen. So Leute, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Der geht schon wirklich lange noch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut da rein!